als die Zauberer aus den Minen empordrangen, nachdem sie die Goblin-Population ausgelöscht hatten, setzten sie sich ein neues Ziel, den Grafen zu finden, der sie zu Fafnir bringen sollte. Nebel stieg aus dem fauligen Wasser auf. Der Duft des Todes ließ sie im Innersten erbeben. Ohne die beruhigende Anwesenheit von Vlad waren sie ganz allein und hatten Angst. Oh, ganz ohne Vlad. Ja. Gut, ja, willkommen zurück zum Magicka. Zusammen mit... Avalenia, huhu! Yay! Und ich habe meine Sachen noch gut alles... wie beim... letzten Mal. Ich wollte mir noch Makros programmieren. Soll ich die jetzt noch machen? Na, die cheaten hier. Ich wollte das wirklich machen. Ich war so am überlegen, komm, jetzt machen wir schön... Makro, wo wir dann die ganze Zeit Donnerkeil auf dich machen. Excellent! Nidorka i Kruvan! Gräber je wetwen wetter render rendern in der Treskir! Okay, gehen wir. Skarevakt! I dera Treskir store! Ende superlek blodjo! Neba krimme lekte rüde runte krytan! Ich finde die Sprache so schön. No, jetzt kämpfen wir gegen Tote. Gegen Tote. Hübsch. Du machst das schon, ne? Erinnert mich hier. Ah, oh, Pilze. Können wir interagieren. Monster. Ich schmeiß mich nicht um. Ich heile und ich mache Schaden. Du bist irgendwie beinahe gestorben. Ja, deinetwegen. Ich bin ja immer an allen schuld, egal was passiert. Ja, du machst ja keine... aus Prinzip. Hinter dir ist einer, der eine Cocktail in der Hand. Der hat eine Lampe in der Hand. Und, boah. So eine Geisterlampe halt. Aber ich bin ja nicht dran schuld, du machst die ganze Zeit Donnerkeil auf mich. Eine Marder. Ups, jetzt habe ich mich selber eingefroren, das war jetzt nicht so klug. Ich glaube irgendwie so. Mein Sound ist noch laut. Ich will einmal kurz nachgucken. Wo ist es? Wo bin ich? Ach da. Außenbild. Sieht aus wie ein Baum. Hihihi. Jetzt sehe ich. Ist hier irgendwas? Nö. Unsichtbare Wände. Ja, yeah, das ist doch toll. Habe ich mein Makro noch? Ja, ich habe mein Makro noch von gestern. Nein, wir kaufen nichts. Oh, schon tot. Ich hab ihm gesagt, wir kaufen nichts und dann hat er verstanden, dass wir nichts kaufen. Oh Gott, da kommen Monster raus. Ja, irgendwo müssen sie ja wohnen, oder? Und die sind schnell. Hallo, seit wann können Zombies denn rennen? Keine Ahnung. Heile ich die mit Eis? Ich heile die mit Eis. Warum heile ich die jetzt? Hä? Hilfe, ich werd gegessen. Lass mich los. Ja. Stirb mit Leben, will Schaden ihn mit Leben. Dein Leben ist sinnfrei. Kann ich auch. Okay, das klappt auch. Ich, glaub, ich auch, weil die Kamera nicht mitgeht. Ja. Lalalala.
Mit Eis heilt man ihn wirklich. Und mit. Weil der, weil Arcane mit dabei ist, du musst. Du kannst aber heilen und Eis machen. Und dann schläfst du die ein und sie sterben. Okay. Das hat jetzt irgendwie sehr viel was mit. Autsch. Left 4 Dead. Zombies! Naja, irgendwie in jedem Zombie. Was jetzt hiermit zu tun? Platsch, ich hab ihn platzen lassen. Ja, ich war's, nicht du. Ja, ja, sei stolz auf dich. Geh noch mal gucken, ob da was ist. Also hier jetzt kreuz auf jeden Fall mit. Teilweise. Relativ. Wie du mit Scrollen halt definieren möchtest. Ja, auf jeden Fall sich der Bildschirm ein bisschen bewegt. Du hast ihn eingefroren, aber er greift dich an. Nein, der schmeißt mich ins Wasser, der schmeißt mich ins Oh Gott. Hilfe. Hilfe! Hilfe! Ich mach hier so eine Heilwelle um mich drum rum, dann gehen die drei bald drauf. Lauftyp. Ich hab überlebt. Ich lebe! Hat er den Kopf da hinten geknickt? Der Kopf ist seitlich von ihm. Egal, auf jeden Fall ist er nicht da, wo er hingehört anscheinend. Und hier ist auch nichts. Aber Pilze sind toll. Wie ist nochmal der Typ aus Harry Potter, der fast kopflose Reiter? Nick, glaube ich, heißt der. Ja, Nick hat auch irgendwie. Ach nee, die sind ja jetzt wieder anfällig. Ach ja, stimmt. Oh, ist das verwirrend und geht mir doch nicht auf. Ja. So, meine Eisbombe. Ich sehe was. Ich sehe hier nichts. Sieht aus wie Boss. Oh Gott. Rolls. Ich heil. Arcane heilt die. Leben tötet sie natürlich. Ach schade. Ich dachte, man kann da hoch. Kontrollpunkt erreicht. Eher links ist was. Gehe ich mal von aus. Nö, hier ist nix. Ups. Das war jetzt irgendwie... Offensichtlich. Ich wollte da hinten hin. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich hab's immer noch aufgenommen. Und irgendwann landet es auf YouTube. Mit irgendwelchen Leuten, die angeblich das gesehen haben. Dann von RTL gekauft worden oder so. Lass mich los, du dummes Mistding. Platsch, platsch. Hui, Rotfleck. Ah, nicht Rotfleck hier. Lass mich los, lass mich los, lass mich los, lass mich los, lass mich los. Ich bin nicht lecker. Ah, ich muss fliehen, ich muss fliehen. Also ich fand, das klappte jetzt ganz gut. Ja, oh, guck mal, man kann das hier untersuchen. Was? Im Wasser kann man mit Umriss einen kleinen x-förmigen Vehikels ausmachen. Im Wasser kann man... Ein kleines x-förmiges Vehikel? Vehikel, ja. Fahrzeug? Was denn für ein Fahrzeug? Ach, was der Teufel. Ist das wieder irgendeine Anspielung auf irgendein Spiel, die ich wieder irgendwie nicht verstehe? Wahrscheinlich.
Sag mir auch nichts. Ich finde, das klingt ein bisschen so nach Piraten. Verstehst du? So X halt, aber... Warum im Wasser? Vielleicht wieder nur... Ach, egal. Geht's da weiter? Ja, geht's wahrscheinlich. Da weiter? Dann lass uns lieber noch woanders gucken. Hier trinke ich. Mein Stab ist weg. Das ist nicht so toll. Mein Stab. Mein schöner Stab. Was soll da unten sein? Ich will wissen, was da unten ist. Hier ist absolut gar nichts. Hier unten? Hier unten? Anscheinend auch nicht. Nö. Okay, dann gehen wir. Wenn das Spiel uns hier nicht haben möchte. Oh, wir haben den Stab verloren. Mein schönen Stab. Oh, Speicherpunkt. Oh, der ist mir irgendwie unsympathisch. Ich will sein Schwert haben. Das leuchtet so lustig. Nach Tod. So. Oh toll. Mit. Ich möchte den Stab doch nicht haben. Ach hier du Scheiße. Mit denen kann man, die kann man auch so schlagen. Aber die nehmen sehr wenig Schaden, oder? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er hat mich tot gemacht. Aber die sind recht langsam, vor allem wenn man sie noch einfriert. Gut. Blätter. Ein Schwert, das den Gegner zum Kotzen bringt. Gefällt mir. Wie viel Schaden macht das? Wenn ich treffen würde? Gar keinen. Juhu, gemeinsam sind wir stark. Steht hier was drauf? Sagen die was? Nö. Nein, aber ich glaube, hier kann man rein. Hupsala. Nö, sag mir nichts. Ah, da unten ist Wasser und Wasser bringt mir nicht weiter. Okay, vielleicht dann müssen wir irgendeinen Grabstein ansprechen, damit die Tür sich öffnet. Wir müssen alle Grabsteine gleichzeitig anklicken. Ja, genau. Aha. Da stand da eine Zeit mit drei Hügeln? Ja, das war so lustig, der Witz. Oh, Entschuldigung, ich auf jeden Fall weiß ich jetzt, was du getan machst. Ich will hier durch. Warte, vielleicht können wir uns hinterher teleportieren. Nö, da kommt man nicht durch. Vielleicht geht's ja jetzt, wo die Tür auf ist. Ja, jetzt geht's auf.